Bless your people today. Bless your people today, God. Well, praise the Lord, everybody, and welcome to Apostolic Mentoring. Also den Herrn alle zusammen und willkommen zum apostolischen Mentoring. I greet you in the mighty name of Jesus from Columbus, Ohio. Ich grüße euch im mächtigen Namen Jesus von Columbus, Ohio. I trust and believe that every one of you had a phenomenal day of Pentecost yesterday. Und ich glaube und vertraue darauf, dass ihr alle einen unglaublichen Pfingsttag gestern hattet. But I pray and believe that that was not just one day in the year, but that it is, that the day of Pentecost is happening everywhere, every day, all year long. Aber ich bete und glaube, dass dieser Pfingsttag nicht nur ein Tag im ganzen Jahr ist, sondern dass es jeden Tag überall auf der Welt ausgeschüttet wird. What a powerful outpouring of the Spirit that I've been witnessing all over social media. I know you saw it as well. Was für eine kraftvolle Ausschüttung ich überall auf den sozialen Medien gesehen habe. Und ich weiß, du hast es auch gesehen. Many, many hundreds, if not thousands of people that have been filled with the Holy Ghost yesterday, speaking with other tongues. Hunderte oder sogar Tausende, die gestern mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind und in anderen Zungen gesprochen haben. Matter of fact, I was receiving text messages from many of you that are on Apostolic Mentoring, telling me what happened in your own local services, and I am just rejoicing with you. Und ich habe so viele Nachrichten erhalten von der Gruppe von dem apostolischen Mentoring, die Nachrichten geschickt haben, was alles in ihren Heimgemeinden passiert ist. Und ich freue mich so mit euch. That's what Apostolic Mentoring is all about. Darum geht es beim apostolischen Mentoring. Getting rid of that mentality that only a small amount of people can do kingdom work. Dass man weggeht von dieser Mentalität, dass nur eine kleine Gruppe von Leuten diese königliche Arbeit tun können. God wants to use every single one of us in this last day's harvest. Gott möchte alle von uns in dieser letzten Tagesernte benutzen. Which is going to be billions. Was Milliarden sein werden. It is just a fact. Get over it. Ein Fakt, akzeptiert einfach. God's gonna have the biggest victory ever in these last days. Gott wird in diesen letzten Tagen den größten Sieg überhaupt haben. So we're all a part of the kingdom mission of equipping millions to reach billions. Also sind wir alle Teil dieser königlichen Mission, Millionen auszubilden und Milliarden zu erreichen. If you pastor a local church, you're a part of the kingdom mission. Und wenn du der Pastor einer lokalen Gemeinde bist, dann bist du Teil dieser Mission. Equipping millions to reach billions. Millionen ausstatten, um Milliarden zu erreichen. Every apostle, prophet, evangelist, pastor and teacher globally is a part of equipping millions to reach billions. Jeder, der im fünffältigen Dienst ist, ist dafür zuständig, dass Millionen ausgestattet werden, um Milliarden erreichen zu können. My heart is overwhelmed just to be able to play a small part in God's end time global harvest. That's how every one of us ought to feel. Und mein Herz ist überwältigt davon, dass ich nur einen kleinen Teil in diesem Endzeiterweckung des Königreichs spielen darf. Und so sollten wir uns alle fühlen. Whatever part God wants us to play, let's play it with all our hearts. Was auch immer der Teil oder der Part sein soll, den wir spielen sollen, lasst uns das mit ganzem Herzen tun. The worst thing we can do in the last days of the church is be jealous or in competition with our brothers and sisters in Christ. Das Schlimmste, was wir in diesen letzten Tagen tun können, ist eifersüchtig zu sein oder im Wettkampf mit unseren Brüdern und Schwestern zu sein. We ought to just rejoice and celebrate how God is using everybody in his church with his apostolic ministries in this last hour. Wir müssen uns darüber freuen und wir müssen feiern, wie Gott seine Leute im Königreich, in seiner Kirche in dieser letzten Stunde benutzt.
Oh my goodness, I'm not supposed to be talking so much. Sister Robinette tells me every week, you talk so much at the beginning. Und ich sollte nicht so viel sprechen. Schwester Robinette sagt mir jede Woche, du sprichst zu viel am Anfang. And then she tells me, you talk so much at the end. Und dann sagt sie, ich spreche zu viel am Ende. But I tell her, I'm not supposed to talk in the middle. Aber ich sage ihr, dass ich in der Mitte nicht sprechen soll. So technically, I'm doing my job. Also theoretisch gesehen mache ich meine Arbeit. And I am so excited about what God is doing. I hope that you already heard the great report of what God did on Sunday in El Salvador. Und ich freue mich so über das, was Gott tut. Ich hoffe, ihr habt schon den großartigen Bericht darüber gehört, was Gott in El Salvador getan hat. We had 612 receive the gift of the Holy Ghost. 612 haben das Geschenk des Heiligen Geistes empfangen. Over 250 testified of miracles. Über 250 haben von Wundern berichtet. When I went outside and saw the big swimming pool outside of the open air stadium, I got to watch 23 people baptized in Jesus' name. Und als ich rausgegangen bin von diesem Gebäude, in dem wir waren, und ich den großen Swimmingpool da gesehen habe, durfte ich 23 Menschen sehen, die dort in Jesu Namen getauft worden sind. Yeah, what a great hour to be a part of the kingdom of God. Es ist eine großartige Stunde, um Teil des Königreichs Gottes zu sein. Okay, when I post this episode today, Und wenn ich diese Episode heute teile, well, when I put all the details into the Facebook, oder die ganzen Details auf Facebook poste, I'm gonna put three things that you've got to, three podcasts you've got to listen to immediately. werde ich drei Podcasts darin in die Details schreiben, zu denen ihr euch anhören sollt. Number one, you got to go to Ryan Franklin's podcast and listen to the episode that he and I did together. It was amazing. Nummer eins, ihr müsst zu Ryan Franklins Podcast gehen und euch die Episode anhören, die er zusammen mit Bruder Robinette gemacht hat. And when I finally shut up here today, I will put it in the post here on Zoom as well. Und wenn ich endlich hier still bin, dann werde ich es auch hier auf Zoom posten. Then on Monday, last week, I believe it was, or maybe it was Tuesday, while I was still in El Salvador, I got to be a part of the Western District Advanced Ministry Training. Brother Romero is with us today, a minister from that area, and wow, that advanced session was phenomenal. Und am Montag oder Dienstag letzte Woche hatte ich das Privileg, bei einem westlichen Distrikt Diensttraining dabei zu sein. That's so great, sister. Sister Adler is beast mode. That was phenomenal. Great job. Hi. Brother Romero, if you can find that link and just put it into the Zoom chat, I'll copy it and put it on Facebook as well. Und Bruder Romero wird diesen Link dazu in den Chat tun. Wow, that session with the Western District was great. Und diese Session mit diesem Distrikt war großartig. And if you guys are not following Dear Girls, Und wenn ihr Dear Girls nicht folgt, all of you need to get connected with the Instagram, Facebook, whatever, YouTube Dear Girls channel. müsst ihr euch alle mit diesem Kanal in Verbindung setzen, auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube. Look, you guys know I love the partnership of faith. Every good thing, I'm going to talk about it. Ihr wisst, dass ich die Partnerschaft im Glauben liebe und wenn ich die Chance habe, werde ich darüber reden. But I love Sister Parky, and what she is doing with Dear Girls is amazing. Aber ich liebe Schwester Paki und was sie mit Dear Girls tut, ist unglaublich. And I'm seeing a bunch of text or messages here in the chat saying you're already connected and you love it, so that's wonderful. Thank you. Und ich sehe so viele Nachrichten im Chat, die schon sagen, dass ihr schon damit in Verbindung seid und dass ihr es liebt und danke dafür. But we are just thrilled today to have Dr. Clay Jackson with us once more. Aber wir freuen uns so darüber, noch einmal Bruder Jake Jackson bei uns zu haben. He did not say your name right, Dr. Jackson. Did you see that? She just went right through that. I'll get it next time. Dr. Clay Jackson. Dr. Clay Jackson ist bei uns. Nice. That was awesome. She was trying to imitate our she was trying to imitate our Spanish translator. Ich habe versucht, den spanischen Übersetzer nachzumachen.
He was showing solidarity with our Spanish translator, who never likes to say the names right. Und ich wollte nur meine Solidarität zeigen, damit sich niemand alleine fühlt. This is the problem with these apostolic translators. They are in such unity that they even support each other in areas of getting names wrong. Das ist das Problem mit diesen apostolischen Übersetzern. Wir halten sogar zusammen, indem wir Namen falsch aussprechen. So obviously there is a downside to the partnership of faith. Also vielleicht gibt es auch einen schlechten Punkt zu der Partnerschaft im Glauben. See how she hesitated? She didn't even want to say it. Ich wollte es noch nicht mal sagen. We are so thrilled to have Dr. Jackson with us. We love this man of God. Wir freuen uns, dass Dr. Jackson bei uns ist. Wir lieben diesen Mann Gottes. He is a dear, dear friend. Er ist ein sehr guter Freund. Yeah, this Dr. Jackson just put in the chat. He said, "This is where Sister Robinette says, please be quiet." Und Dr. Jackson hat gerade in den Chat geschrieben, das ist meine Schwester Robinette sagt, bitte sei leise. I love Dr. Jackson. Ich liebe Dr. Jackson. He is my friend. Er ist mein Freund. He is the friend of the kingdom of God. Freund des Königreich Gottes. He has written an amazing apostolic book that is in the final little throes of the process of being printed. Er hat ein unglaubliches apostolisches Buch geschrieben, das nur noch in den letzten Arbeiten ist, letzten Änderungen ist, bevor es gedruckt werden kann. I want everybody to know this is normal when you print with a big printing company. It takes them 6 months to a year to put out a book. Und ich möchte, dass jeder weiß, dass es normal ist, dass wenn man mit einer großen Druckunternehmen es druckt, dann dauert es 6 Monate bis ein Jahr, bis es zum Druck kommt. But that doesn't mean that all of us have to have a right spirit about it. Aber das heißt nicht, dass wir alle einen guten Geist darüber haben müssen. We can all be angry and sin not. Wir können alle wütend sein und trotzdem nicht sündigen. I'm angry every morning that I wake up and Dr. Jackson's book has not been released. Ich bin wütend an jedem Morgen, an dem ich aufwache und das Buch ist noch nicht raus. But I cannot wait for this book on the fivefold ministry. Aber ich kann dieses Buch über den fünffältigen Dienst nicht abwarten. I know it's going to bless the kingdom of God. Dass das Königreich Gottes segnen wird. We have all been blessed by that book in so many ways by the six sessions that we've had with Dr. Jackson in the last 6 months. Wir wurden so gesegnet von den letzten 6 Meetings, wo Bruder Jackson schon bei uns war. But we love you, Doc. Take your time, speak to us, and we sure appreciate your ministry. Aber wir lieben dich, nimm dir deine Zeit und wir sind so dankbar für deinen Dienst. Praise the Lord, everyone. Also den Herrn alle zusammen. It's such a privilege and a blessing to be with you. Es ist so ein Privileg und so ein Segen, bei euch zu sein. And we so appreciate Brother and Sister Robinette and all that the Lord is doing through their ministry. Und wir sind so dankbar für Bruder und Schwester Robinette und alles, was er durch seinen Dienst tut. We give honor to every authentic apostolic ministry that is represented on this call today. Wir geben Ehre zu allen authentischen apostolischen Diensten, die auf diesem Anruf repräsentiert sind. I cannot tell you how wonderful the Lord has been to me through these meetings. Und ich kann nicht genug sagen, wie wundervoll der Herr zu mir war durch diese Treffen. I have felt challenged and I have felt anointed and I have felt encouraged and inspired. Ich habe mich herausgefordert gefühlt, gesalbt gefühlt, ermutigt gefühlt und inspiriert gefühlt. So I thank you for the opportunity, Pastor Robinette. Also danke ich dafür, dass ich diese Möglichkeit habe, Pastor Robinette. Pastor Robinette, could you allow me to share my screen? Pastor Robinette, kannst du es so machen, dass ich meinen Bildschirm teilen kann? I was told that today you were scheduled to be with Brother Morgan. Mir wurde gesagt, dass heute eigentlich mit Bruder Morgen geplant war. And I am not Brother Morgan. Und ich bin nicht Bruder Morgen. I'm not half the man Brother Morgan is. Ich bin nicht mal halb der Mann, der Bruder Morgen ist. I love Brother Morgan. He's amazing. I hope you're not disappointed he's not here. Ich liebe Bruder Morgen, er ist unglaublich und ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht, dass er heute nicht hier ist. But we'll enjoy his ministry another day. Aber wir werden seinen Dienst an einem anderen Tag noch einmal bekommen. I believe that the Lord wants to speak to us today. Und ich glaube, dass der Herr heute darüber mit uns sprechen möchte.
And I believe that we will have a sovereign move of his spirit during our session today. Ich glaube, dass wir eine mächtige Bewegung seines Geistes während dieses Treffens heute haben werden. This is my desire, this has been my prayer. Das ist, wonach ich mich sehne, und das war mein Gebet. If I could take just 1 minute and ask for you to be in prayer for our family. Wenn ich nur eine Minute nehmen könnte und frage, dass ihr im Gebet für meine Familie seid. I believe that over the last 24 hours we have endured spiritual attack. Ich glaube, dass über die letzten 24 Stunden wir unter einer geistlichen Attacke standen. Yesterday my daughter fell 2 times and hit her head. Gestern ist meine Tochter zweimal gefallen und hat ihren Kopf gestoßen. She is 2 years old. 2 Jahre alt. This morning, my wife called to tell me that she had fallen down 3 of the stairs at our home. Heute Morgen hat meine Frau mich angerufen und hat mir gesagt, dass sie 3 der Treppenstufen in unserem Haus runtergefallen ist. I was getting ready at a different building. Und ich habe mich vorbereitet in einem anderen Gebäude. And during the time that my daughter fell, I also fell down a full flight of stairs. Und in der Zeit, in der meine Tochter gefallen ist, bin ich auch eine ganze Treppe hinuntergefallen. Everyone is okay, but this all seems too much to be a coincidence, and I just ask you for prayer. Alle sind okay, aber das ist kein Zufall mehr. Deshalb frage ich nach Gebet. God is blessing our church and blessing our family, and I just feel that we are vulnerable at this time and we need the protection of the Lord. Gott segnet unsere Kirche und unsere Familie, und ich habe das Gefühl, dass wir leicht angreifbar sind momentan, und deswegen frage ich nach Gebet. So, if just for a moment where you are, if you pray for the Jackson family, it would be a wonderful privilege to be prayed for by you and for the Lord to honor your prayers. Please, if you could just pray for our family right now. Lord, we thank you, Jesus, for your people, and we humbly ask, Lord, that you honor our agreed petition. Thank you, Father, for this ministry of apostolic ministry, blessing our family. And we thank you for your protection and peace. We thank you for your goodness and your grace that is surrounding us. And we proclaim victory today in your name because no weapon formed against any of us can prosper. This is a promise from your word. We receive it today in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you all so much. And I greatly, greatly appreciate it. Vielen Dank dafür. Ich bin so dankbar dafür. Is everyone seeing my slide? Kann jeder den Bildschirm sehen? No, sir, so far I don't see anything. I apologize. Now you're seeing my screen. Yes, sir. Today, I want to speak with you for a moment about gifts and impartation. Obviously, we're referring here to spiritual gifts, and we're referring to how we utilize those gifts within the body of Christ, but also how that we as leaders can encourage others to discover, to develop, to receive, and to utilize gifts in an appropriate fashion. Heute möchte ich über Gaben und Mitteilungen sprechen. Und natürlich reden wir über geistliche Gaben und Mitteilungen hier und wie wir als Leiter das lernen können und auch andere damit ausstatten können. This is an important principle within the body of Christ. Das ist ein wichtiges Prinzip im Leib Christi. Offices outlive the office bearer. Die verschiedenen Büros leben länger als der, der im Büro sitzt. But gifts do not. Aber Gaben tun es nicht. If there's a pastor in a church, the church expects to have a pastor, and when that pastor moves on, to glory or to heaven, they will expect to have a pastor there because that is an office. Wenn ein Pastor in einer Kirche ist und dieser Pastor stirbt oder etwas mit ihm passiert, dann erwartet die Kirche, dass es einen Pastor neu an diesem Ort geben wird. But if you are used in a gift of miracles or gift of healing, Aber wenn and you do not impart that gift, or if God raises up no one else, then that gift goes with you. du in der Gabe der Wunder oder in der Heilung gibst und du dass niemand kommt, der nach dir ist, der das weitergeben kann, wenn du nicht mehr da bist, dann geht dieses die Gabe mit dir.
What I'm trying to communicate here is that positions are passed on, but gifts are not in a natural sense. Was ich sagen will, ist, dass Positionen weitergegeben werden können, aber Gaben nicht. So for each of us who are used in spiritual gifts, Also für alle von uns, die in geistlichen Gaben benutzt werden. we must seek to mentor others and to impart to others the gifts that God has within us. Müssen wir uns danach sehen, dass wir diese Gaben, die Gott uns gegeben hat, in anderen mitteilen? In order that the body may be well supplied with what it needs. Sodass das Leib gut damit ausgestattet ist mit den Sachen, die er braucht. Pastor Robinette has rightly exhorted today that we should rejoice in what God does in each of us. Pastor Renette hat sehr recht gesagt, dass wir uns darüber freuen sollen, was in jedem von uns passiert. And it is also important that we look to future generations to bear these gifts for the body. Und es ist auch wichtig, dass wir uns in die Generationen der Zukunft schauen für diese Gaben im Geist. Let's speak for a moment about the purpose of spiritual gifts. Lasst uns über den Zweck der Gaben für einen Moment reden. God uses spiritual gifts to supernaturally empower his church. Gott benutzt geistliche Gaben, um auf übernatürliche Weise seine Kirche zu bekräftigen. But this empowerment is for our missional accomplishment. Aber dieses Bekräftigen ist, damit wir unsere Mission erreichen können. That mission has three parts: Und diese Mission hat drei verschiedene Teile. to glorify God, Um Gott zu ehren. to edify the body, Das Leib zu erbauen and to testify to the world. und zu der Welt ein Zeugnis zu sein. In English, this is easy to remember as GET. We get the mission. We glorify, edify, and testify. Auf Englisch kann man es mit GET, kann man sich merken, dass man die Mission bekommt, zu ehren, zu erbauen und dann zu Zeugnis zu geben. I'm sorry, I don't have a better way to remember it in other languages. In anderen Sprachen ist es vielleicht nicht ganz so einfach, auf diese Art und Weise sich daran zu erinnern. Now, through the operation of the gifts, we see our prayers for the kingdom of God to come move toward completion. Und durch dieses Arbeiten in den Gaben sehen wir, dass unsere Gebete vor dem Königreich Gottes zu dem kommen und dass es zum Komplettwerden weitergeht. The entire reason that we are training millions to reach billions is to bring the kingdom of God to bear. Der Grund, warum wir Millionen ausstatten, um Milliarden zu erreichen, ist, damit wir das Königreich Gottes aufbauen können. We do not seek to accomplish these things for religious pride. Wir möchten das nicht aus religiösem Stolz erreichen. We do not seek to accomplish these things for personal validation. Wir möchten das nicht erreichen, sodass wir selbst davon etwas Gutes hören. We do not seek to accomplish these things to win a religious competition. Wir möchten das nicht erreichen, damit wir einen religiösen Wettkampf gewinnen. But we seek to accomplish these things because from Adam and Eve forward, God desires partners. Aber wir möchten das erreichen, weil von Adam und Eva vorwärts gucken, ist es, dass Gott Partner sehen möchte. Adam and Eve failed in their mission. Adam und Eva haben ihre Mission nicht erreicht. Noah and his family failed in their mission. Noah und seine Familie haben es auch nicht erreicht. Moses and his people failed in their mission. Mose und sein Volk haben es auch nicht erreicht. Abraham and his family failed in their mission. Abraham und seine Familie haben es auch nicht erreicht. In that they did not faithfully partner with God without fault. Sie haben sich nicht treu mit Gott in einer Partnerschaft verbunden. And yet Christ has come as the man who represents God in his fullness. Und dennoch ist Christus gekommen, der Gott in seiner Fülle repräsentiert, er ist. He was fully God, fully human. Er war vollkommen Gott und vollkommen Mensch. And he has opened a doorway to a new type of humanity. Und er hat eine Tür geöffnet zu einer neuen Art der Menschlichkeit. We are a new kind of creature, Paul says. Wir sind eine neue Schöpfung, sagt Paulus, If we are in Christ. wenn wir in Christus sind. And now we can accomplish the purpose that God set before Adam. Und jetzt können wir den Zweck erreichen, den Gott vor Adam gesetzt hatte. And that is to bring God's good governance and God's good grace to the entire earth. Und das ist, dass man Gottes Gnade und Gottes Regierung vor die ganze Welt bringen kann.
This will not happen through political change. Das wird nicht durch eine politische Veränderung passieren. This will not happen through economic miracles. Und auch nicht durch ökonomische Wunder. This will not happen through education. Wird nicht durch Lehren passieren. But it will happen when a mighty revival sweeps this planet. Aber es wird kommen, wenn eine mächtige Erweckung über diesen Planeten schwebt. And our God says that in the last days he will pour out his spirit upon all flesh. Und unser Gott sagt, dass in den letzten Tagen wird er seinen Geist ausschütten über alles Fleisch. Lift your head today because we are laboring under the pressure of a prophecy. Hebt eure Köpfe heute, denn wir arbeiten unter einer Prophezeiung. We may be sailing stormy seas today, stormy seas. Vielleicht sind wir heute auf stürmischen Gewässern. But the wind of prophecy is at our back. Aber der Wind der Prophezeiung ist in unserem Rücken. God's church is going forward. Gottes Kirche geht vorwärts. And he will accomplish his purpose in us. Und er wird seinen Zweck in uns erreichen. Let's take a look at the different types of gifts that are listed in the New Testament. Lass uns die verschiedenen Gaben anschauen, die im Neuen Testament aufgezählt werden. One word for gifts is charismata. Ein Wort für Gaben ist Charismata. This is where there's a group of people who call themselves charismatics. They derive their name from this Greek word. Es gibt eine Gruppe von Leuten, die sich Charismatiker nennen und sie nehmen das von diesem Wort. The people who identify themselves as charismatics often want the gifts of God without the responsibilities of God. Die Leute, die sich als Charismatiker bezeichnen, wollen oft die Gaben Gottes, ohne auch alles andere, was damit dann zukommt, für sich zu nehmen. They want the power of God without covenantal distinctions. Sie wollen die Kraft Gottes, ohne die Versprechen Gott gegenüber auch einzuhalten. But even in the story of Moses, we were warned that God does not want his servants to have supernatural power without covenant distinctions. Aber selbst wenn wir Mose lesen, warnt Gott davor, dass er nicht möchte, dass Gott nicht möchte, dass die Gaben in Kraft benutzt werden ohne diese Versprechen. After Moses was given the key to the miraculous in his life, Nachdem Mose den Schlüssel zu dem Wundern in seinem Leben gegeben worden ist, he had not completed the covenant sacrifice of circumcision. hatte er nicht das heilige Versprechen der Zirkumzisation gemacht. Therefore, God sent an angel to kill him. Also hat Gott einen Engel geschickt, um ihn zu töten. But his wife intervened. Aber seine Frau ist dazwischen geschritten. And she said, we need to accomplish circumcision for our family. Und sie hat gesagt, wir müssen das für unsere Familie tun. What is the point of this story in the Bible? Was ist der Punkt dieser Geschichte in der Bibel? I submit to you the point of the story Und ich lege euch vor, der Punkt dieser Geschichte is that if we're going to operate in supernatural power, ist, dass wenn wir in übernatürlicher Kraft operieren, we have to operate in supernatural submission. müssen wir auch in übernatürlicher Unterordnung operieren. If we're not willing to limit our flesh, we are dangerous. Wenn wir nicht damit einverstanden sind, unser Fleisch zu begrenzen, dann sind wir gefährlich. A spiritually gifted Christian who's an undisciplined Christian is a dangerous Christian. Ein Christ mit geistlichen Gaben, der das nicht tut, ist ein gefährlicher Christ. So I urge you today to be fully apostolic. Also möchte ich euch heute dazu aufrufen, voll apostolisch. Be modest in your dress, your appearance, and your speech. Seid rein, indem ihr euch kleidet, wie ihr spricht. Be holy in your conduct. Seid heilig, indem ihr euch verhält. Be holy in your thoughts and your passions. Seid heilig in euren Gedanken, in euren Leidenschaften. Do not apologize for our gender distinctions. Entschuldigt euch nicht dafür, dass wir die zwei Geschlechter sehen. Do not apologize in having your hair as a man styled as it should be. Entschuldigt euch nicht dafür, dass wenn ihr als Mann euer Haar so gestylt habt, wie es sein sollte. Do not apologize as a woman for having long hair, which is a glory to you before the Lord. Entschuldigt euch als Frau nicht dafür, lange Haare zu haben, was eine Ehre für euch vor dem Herrn ist. Covenantal distinctions and spiritual giftings go hand in hand. Geistliche Gaben und diese Versprechen in der Absonderung gehen zusammen. Our covenantal distinctions do not earn us spiritual power. Unsere Versprechen, Gott gegenüber zu ehren, geben uns keine Kraft in You Gott. cannot earn a gift. Ihr könnt das die Gabe nicht verdienen.
A gift is a gift is a gift. Eine Gabe ist eine Gabe, ist eine Gabe. But our covenant keeps us safe within the gifts that we have. Aber dieses Versprechen hält uns in einem sicheren Ort in den Gaben, die wir haben. If I give my son keys to a car Wenn ich meinem Sohn Schlüssel zu einem Auto gebe and I tell him, you have to learn how to drive it. und ich sage ihm, du musst lernen, wie du es fahren musst, He's not earning the gift through his knowledge. dann bekommt er diese Gabe nicht durch sein Wissen. But he's protecting himself and those around him by what he's learning. Aber er schützt sich selbst und die um sich herum durch das, was er lernt. So our covenant distinctions and our sacrifices for God do not earn us the gifts of God. Also unsere Bündnisse und unsere Gaben, But they protect us in its operation. die bekommen wir nichts von Gott, aber sie schützen uns darin, wenn wir in ihnen arbeiten. The general word for gift in the New Testament is Doria. Das Wort für Glauben grundsätzlich im Neuen Testament ist Dorea. The gift of the Holy Ghost is referred to by this Greek word in Acts 2 and Acts 10. Die Gabe des Heiligen Geistes wird so beschrieben in Apostelgeschichte 2 und 10. This is a general gift of God. Das ist das grundsätzliche, die grundsätzliche Gabe Gottes. In 1 Corinthians 12, Paul uses the word phanerosis. Im 1. Korinther 12 wird das Wort Phaneurosis benutzt. And this refers to manifestation. Und da kommt es zur Mitteilung. If you've heard of the nine spiritual gifts, people are speaking of the nine manifestation gifts. Wenn du von den neun geistlichen Gaben gehört hast, dann reden Leute von den neun geistlichen Gaben der Mitteilung. Paul also uses the word domata in Ephesians 4. Paulus benutzt auch das Wort Domata in Epheser 4. This is what many refer to as the fivefold ministry. Das sind, was viele als den fünffaltigen Dienst beschreiben. And Paul classifies these roles as equipping gifts. They are domata, equipping gifts. Und Paulus klassifiziert diese als ausstattende Gaben, domata Gaben. Let's take a look at what these gifts look like together. Lasst uns anschauen, was diese Gaben, wie sie aussehen zusammen. Where do spiritual gifts come from? Wo kommen geistliche Gaben her? James 1 and 17 says, every good and perfect gift comes down from the Father of Lights. Jakobus 1,17 sagen, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk von oben herab von dem Vater der Lichter. And three times in Corinthians, Paul confirms James' word that all spiritual gifts come from God. Und dreimal in 1. Korinther wird es nochmal bestätigt, dass Gottes Gaben von oben kommen. No one but God can give you a spiritual gift. Niemand außer Gott kann dir eine geistliche Gabe geben. And yet, Paul in Romans chapter 1 says, I desire to impart to you a spiritual gift. Und doch sagt Paulus in Römer 1, dass ich möchte dir eine geistliche Gabe geben. And he admonished Timothy to stir up the gift which was given to him by the laying on of hands of the presbytery. Und er sagt zu Timotheus, dass er diese Gabe bekommen hat bei dem Auflegen von den Händen. So this seems to be a controversy. Also scheint das gegeneinander zu gehen. Do gifts come from God or do they come from the ministry? Kommen Gaben von Gott oder vom Dienst? Could I submit to you today this thought? Kann ich diesen Gedanken vor euch legen heute? Gifts are given by God, but they are shared by the ministry. Gaben werden von Gott gegeben, aber sie werden geteilt durch den Dienst. For many years, I delivered babies in my medical practice. Für viele Jahre habe ich Geburten eingeleitet in meiner medizinischen Praxis. I did not make that life. God created that life. Ich habe das Leben nicht kreiert, Gott hat es kreiert. But I helped to bring that life into the world. Aber ich habe geholfen, dieses Leben auf die Welt zu bringen. And some families would say, thank you for giving us this baby. Und manche Familien würden sagen, danke, dass du uns dieses Baby gegeben hast. But I didn't give the life, I just helped the life. I shared the life. Aber ich habe das Leben nicht gegeben, ich habe es nur geholfen, ich habe es geteilt. This is what happens when we impart spiritual gifts to others. Und das ist, was passiert, wenn wir unsere geistlichen Gaben zu anderen mitteilen. We are not the original giver of the gift. Wir sind nicht der originale Geber dieses Gabe. We do not control the gift. Kontrollieren die Gabe nicht. We did not generate the gift. Wir haben die Gabe nicht generiert.
But we are privileged to share the gift and to encourage it in others. Aber wir haben das Privileg, diese Gabe zu teilen und es zu ermutigen in anderen. And so gifts are given by God, but mediated through the body of Christ. Also Gaben sind von Gott gegeben, aber sie werden weitergegeben durch das Leib Christi. What is the purpose of spiritual gifts? Was ist der Zweck von geistlichen Gaben? 1 Peter 4 and 11 says we are to glorify God in our gifts. 1. Petrus 4,11 sagt, dass wir Gott in unseren Gaben ehren sollen. If you are doing anything in a gathering of Christians that does not glorify God, it is not the use of a spiritual gift. Wenn du irgendetwas in einer Gruppe von christlichen Leuten tust, ohne Gott damit zu ehren, dann ist es nicht eine geistliche Gabe. When you are finished with what you're doing and people glorify you rather than God, it was demonstrated in the wrong spirit. Und wenn du beendest, was zu tun, was du am tun warst, und Leute ehren dich und nicht Gott, dann ist es nicht in den geistlichen Gaben. Every exercise of a spiritual gift should point straight to the glory of Jesus Christ. Alle Ausübungen des geistlichen Gaben sollte direkt zu Jesus Christus zeigen. Gifts also edify the body of Christ. Gaben erbauen auch das Leib Christi. When a gift is being properly used, it does not elevate the gift user, but it elevates the entire body. Wenn eine Gabe auf die richtige Art und Weise benutzt wird, dann erbaut es nicht den, der die Gabe benutzt, sondern alle zusammen. You see the difference in the church and the world system. Ihr seht die Unterschiede im System der Kirche und der Welt. In the world system, if there is a talented artist, they are elevated and admired for their gift. Im Weltsystem, wenn es einen talentierten Künstler gibt, dann werden sie dafür geehrt, was sie für eine Gabe haben. If there's an athlete who wins a competition, they place them on a pedestal and give them a medal. In Athleten, wenn sie einen Wettbewerb gewinnen, dann werden sie auf einen Podest gestellt. But in the body of Christ, Paul says we are seated together in heavenly places. Aber mit Christi sagt Paulus, dass wir zusammensitzen in himmlischen Orten. This is so exciting to me. Und das ist so aufregend für mich. When a spiritual gift is exercised as God desires, the entire body is lifted up. Wenn eine geistliche Gabe so benutzt wird, wie Gott es möchte, dann kommt das komplette Leib nach oben. Because we don't glorify each other, we glorify the Lord. Denn wir ehren nicht einander, sondern wir ehren Gott. And if we glorify him, he will edify us. Wenn wir ihn ehren, dann erbaut er uns. We're not like the world. We don't lift up individuals and personalities. Wir sind nicht wie die Welt. Wir erheben nicht einzelne Leute. We lift up the Lord. Wir erheben den Herrn. And when we lift up the Lord, he edifies his body. Und wenn wir den Herrn erheben, dann erbaut er sein Leib. The final purpose of gifts is to testify to the world. Die letzten Zwecke sind, zum Zeugnis für die Welt zu sein. Jesus prophesied that the gift of the Holy Ghost would empower his people. Jesus hat prophezeit, dass die Gabe des Heiligen Geistes seine Leute bekräftigen würde. And this witness would cover the whole earth. Und dass das Zeugnis die komplette Erde einnehmen würde. Once again, friend, Jesus himself has prophesied our mission will be successful. Noch einmal, Jesus hat selbst Zeugnis darüber gegeben, dass diese Mission passieren wird. Don't be fooled by the culture around us. Lasst euch nicht von der Kultur um uns herum verwirren. Don't be discouraged by the times that we live in. Lasst euch nicht von der Zeit, in der wir leben, entmutigen. This gospel is going to cover the whole earth. Das Evangelium wird die ganze Welt einnehmen. Habakkuk says the glory of God is going to cover the earth as the waters cover the sea. Habakuk sagt, dass die Ehre Gottes die Erde einnehmen wird, wie das Wasser die Meere einnimmt. Victory is inevitable for those who are faithful. Sieg ist schon klar für die, die treu bleiben. How do we know a gift is real? Wie wissen wir, dass eine Gabe wahr ist oder Many echt? people claim a gift. Viele Leute sagen, sie haben Gaben. We may ourselves doubt whether something that we desire is truly a spiritual gift. Und vielleicht haben wir selbst Zweifel daran, dass etwas, wonach wir uns sehen, wirklich eine geistliche Gabe ist. Firstly, there is the witness of the Spirit that is given by God. Erst gibt es das Zeugnis des Geistes, das von Gott gegeben worden ist. Secondly, it is confirmed by the ministry in the body. Als zweites wird es bestätigt werden vom Dienst und im Leib. If your gift is legitimate, it will be recognized by credible ministers and credible Christians. Wenn deine Gabe wirklich eine Gabe ist, dann wird es auch wahrgenommen werden von Leuten im Dienst. If you think you have a gift and no one recognizes it,
You may be delusional. Und wenn du denkst, dass du eine Gabe hast, aber niemand sieht diese Gabe, dann ist es vielleicht nicht wirklich eine. The Bible says that a person's gift makes room for him. Die Bibel sagt, dass die Gabe einen Raum für ihn macht. If God truly has given you a gift, he will make room for it to be utilized in his body. Wenn Gott dir wirklich eine Gabe gegeben hat, dann wird er Platz dafür machen, dass du es in seinem Leib benutzen kannst. You will never have to fight, you will never have to contend in order to utilize a gift. Du wirst niemals dafür kämpfen müssen, deine Gabe einsetzen zu können. We fight and contend for personalities, but we don't have to do this for the gifts of God. Wir kämpfen für Persönlichkeiten, aber wir müssen das nicht für die Gaben Gottes tun. Gifts do not support a ministry, they edify a body. Gaben unterstützen nicht einen Dienst, sondern sie erbauen ein Leib. Gifts are not to increase us, they are to increase him. Gaben sind nicht dafür bei, uns zu erhöhen, sondern um ihn zu erhöhen. This is why when you see someone on television or the internet and they're advertising their gifts, this is usually not a good sign. Deswegen ist es so, dass wenn man jemanden im Fernsehen sieht oder im Radio hört, der von seinen Gaben spricht, dann ist es wahrscheinlich nicht echt. Usually someone who is trying to build a personal brand is not a credible minister. Oftmals ist es so, dass wenn jemand versucht, einen persönlichen Namen aufzubauen, dann ist es keiner im Dienst. They're lifting up themselves and not edifying the body. Sie erheben sich selbst und sie erbauen nicht das Leib. It is very important that each gift be administered in the character of God. Es ist so wichtig, dass jede Gabe im Charakter Gottes benutzt wird. Did you notice that charismata contains the word charis? Habt ihr festgestellt, dass Charismata das Wort Charis enthält? This is where we get our English word charity or love. Da haben wir das englische Wort Charity oder Lawfare. It is a free gift of grace Es ist ein freies Gift der Gnade and must be exercised in love. und muss in Gnade ausgeübt werden. You see here a representation of the Old Testament priesthood. Ihr seht hier eine Repräsentation des alttestamentlichen Priesterschaft. And many ministers have made this point. Und viele im Dienst haben das schon so gesagt. But I want to remind you that the hem of the garment of the priest. Aber ich möchte euch erinnern, dass der Teil der The Kleidung. hem of the garment, it had bells alternating with representations of pomegranates. Bell pomegranate, bell pomegranate. Ich hatte von dem Saum des Obergewandes, dass es goldene Schellen hatte und Granatapfel. This means that the manifestation of the gift must alternate with the demonstration of the fruit. Das heißt, dass die Mitteilung der Gaben immer am Wechseln sein muss mit den Früchten des Geistes. If we are gifted people and gifted ministers, but we are not fruitful, we are out of balance. Wenn wir die Leute im Dienst sind, die Gaben haben, aber nicht in den Früchten sind, dann sind wir auch ohne Nutzen. If we use the gifts of God without the character of Christ, we do the church a disservice. Wenn wir die Gaben Gottes benutzen, ohne den Charakter Christi, dann tun wir der Kirche etwas Schlechtes. Let's take a look at the different gifts which are enumerated in the New Testament. Lasst uns die verschiedenen Gaben anschauen, die im Neuen Testament festgehalten sind. Many of you will be familiar with the nine manifestation gifts listed in the upper left-hand corner. Viele von euch werden die verschiedenen Mitteilungen kennen, die oben links aufgezählt sind. I have listed prophecy rather than in manifestation gifts. I've listed it as an equipping gift, and that's why we have eight. Ich habe Prophezeiung als ausstattenden Gabe genutzt, deshalb stehen hier nur acht. And you see the five equipping gifts, which are often called the fivefold ministry. Und du siehst die fünf ausstattenden Gaben, die auch oft der fünffältige Dienst genannt werden. The reason that I'm grouping them here is because Paul groups them here as equipping gifts. Und der Grund, warum ich sie so in Gruppierungen gestellt habe, ist, weil Paulus sie auch in Gruppierungen gestellt hat. I believe that it is important to see these speaking ministries in the total context of the gifts that God gives to the church. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir sie in den kompletten Kontext sehen, in dem sie der Kirche gegeben worden sind. We also see in 1 Corinthians 12 and Romans 12 what I have called service gifts. Wir sehen auch in 1. Korinther 12 und Römer 12 die
dienstlichen Gaben. Hospitality helps, giving, intercession. Gastfreundschaft, Hilfe, geben, Fürbitte. Mercy, encouragement, leadership. Gnade, ermutigen, Leiterschaft. Administration, craftsmanship and creative communication. Administration, Handwerkskunst und kreative Kommunikation. None of these gifts are more important than others. Keiner dieser Gaben sind wichtiger als andere. They each contribute to the welfare of the body and the testimony of the gospel. Die helfen alle für das Leib weiter. I will give an example from my family. Und ich werde ein Beispiel von meiner Familie geben. My mother was not used in any of the manifestation gifts. Meine Mutter hat keine der Mitteilungsgaben benutzt. But she was used in hospitality and she was used in intercession. Sie wurde nicht in denen benutzt, aber sie wurde in Gastfreundlichkeit und Fürbitten benutzt. She loved to minister to people through hospitality and she loved to pray for people. Sie hat es geliebt, Gastfreundlichkeit in Gabe auszudrücken und sie hat es geliebt, für Leute zu beten. And the gospel was moved forward because of her hospitality and her intercession. Und das Evangelium wurde vorgebracht über ihre Gastfreundschaft und über ihre Fürbitten. The last week that she was alive, she stopped a suicide and a lady received the Holy Ghost because of her intercession. Die letzte Woche, in der sie am Leben war, hat sie einen Selbstmord gestoppt und sie hat This für. was while she was lying on her deathbed with cancer. Und das war, als sie auf ihrem Todesbett mit Krebs gelegen hat. And so whatever gifts God gives us, we should not complain, but we should rejoice because each of these gifts can be used for his glory. Also was auch immer für Gaben Gott uns gegeben hat, dann sollten wir uns darüber freuen und es für seine Ehre benutzen. I want to make a point which is very critical here. Möchte etwas hervorheben, was hier sehr kritisch ist. You will notice that mercy and faith are both gifts. Ihr werdet sehen, dass Gnade und Glauben beide Gaben sind. Not everyone has the gift of mercy and not everyone has the gift of faith. Nicht jeder hat die Gabe der Gnade sein und nicht jeder hat die Gabe des Glaubens. But every Christian must be merciful and every person who pleases God must have faith. Aber jeder Christ muss gnädig sein und muss Glauben haben. So what does this mean? Also was heißt das? Each one must have faith, each one must have mercy. Jeder muss Glauben haben, jeder muss Gnade haben. But some have a supernatural level of faith and mercy. Aber manche haben ein übernatürliches Level des Glaubens und der Gnade. For a specific purpose and a specific time. Einen bestimmten Zweck und für eine bestimmte Zeit. Why am I making this point to you? Warum sage ich das? Many people who deny the infilling of the Holy Ghost deny the existence of tongues. Viele Leute, die Erfüllen des Heiligen Geistes nicht annehmen, nehmen auch das Sprechen in Zungen nicht an. And they point to 1 Corinthians 12 and they say, not everyone has the gift of tongues. Und sie gehen zu 1. Korinther 12 und sagen, nicht jeder hatte die Gabe, in Zungen zu sprechen. And they say that not everyone has the gift of interpretation. Und nicht jeder hat die Gabe der Interpretation. But they are using a false logic. Aber sie benutzen eine falsche Logik. Remember that everyone must have faith, but not everyone has the gift of faith. Erinnert euch daran, jeder muss Glauben haben, aber nicht jeder hat die Gabe des Glaubens. Friends, this means that everyone who receives the Holy Spirit will speak with tongues, but not everyone has the gift of tongues. Das heißt, jeder, der den Heiligen Geist empfängt, wird in Zungen sprechen, aber nicht jeder hat die Gabe des in Zungen sprechen. The initial sign of the infilling of the Spirit we know to be speaking in tongues. Wir wissen, dass der erste Beweis dafür, dass man den Heiligen Geist empfangen hat, in Zungen zu sprechen ist. But when Paul speaks of the gift of tongues, he means tongues which are used for corporate interpretation and corporate edification. Aber wenn Paulus von der Gabe der Zunge spricht, nimmt er das für eine grundsätzliche Interpretation der Zunge und eine So über. I hope that you'll remember about faith and mercy to counteract this false argument. Also ich hoffe, dass ihr euch an den Glauben und an die Gnade erinnert, um gegen dieses falsche Argument anzugehen. We all have faith, but we not all have gifted faith. Wir haben alle Glauben, aber nicht alle die Gabe des Glaubens. We all speak in tongues, but not everyone has the gift of tongues. Wir sprechen alle in Zungen, aber nicht jeder hat die Gabe des Zungen. Because the gift of tongues is distinct from the gift of the Holy Ghost.
Denn die Gabe der Zungen ist nicht dasselbe wie die Gabe des Heiligen Geistes. Speaking in tongues as a spirit-filled believer is distinct from the gift of tongues for interpretation. In Zungen zu sprechen als ein geistergefüllter Glaube ist nicht dasselbe wie die Gabe in Zungen. Paul mentions spiritual gifts in three texts in his letters: Romans, Corinthians, and Ephesians. Paulus spricht von den Gaben in drei verschiedenen Textstellen, in Römer, in 1. Korinther und in Epheser. He speaks of gifts of service, gifts of manifestation, and gifts of equipping. Er spricht von Gaben des Dienstes, Gaben der Mitteilung und Gaben der Ausstattung. They all mention the body of Christ in the context of the gift use. Alle sprechen vom Leib Christi im Kontext von den Gaben, die benutzt werden. Love is the character of the Lord that is to be used in giving these gifts and using these gifts. Liebe ist der Charakter des Herrn, die darin sein müssen, um diese Gaben zu erhalten und zu geben. The purpose of the gifts is listed as edification in each text. Der Zweck der Gabe ist als Erbauung in allen gezeigt. And God's will is to be performed as results of the gifts in each text. Und Gottes Wille sollte im Endeffekt aus diesen Gaben herauskommen in allen diesen Textstellen. I hope that you can see the gifts are about the body, the gifts are about love, the gifts are about edification, and gifts are about performing God's will. It's not about us, it's not about our ministry. Und ich hoffe, dass ihr sehen könnt, dass diese Gaben für das Leib sind, aus Liebe sind, für die Erbauung sind und alles für Gottes Willen ist und nicht für uns. The unvirtuous cycle is all action, no love, no impact. Dieser Zyklus, der kommt, heißt, dass es alles Aktion ist, keine Liebe und kein Impact. But God's desired approach is gospel action out of divine love leads to kingdom impact. Aber was Gott will, dieser rechtschaffene Zyklus, ist, dass das Evangelium in Aktion ist, dass es eine geistliche Liebe gibt und dass es einen königlichen Impact hat. This is how we use our spiritual gifts. So benutzen wir unsere geistlichen Glauben, Gaben. I want to close today by offering you a prophetic challenge. Ich möchte heute damit schließen, um euch eine geistliche Herausforderung zu geben. I want to challenge you to use the gifts that God has given you for maximum impact. Ich möchte euch dazu herausfordern, dass ihr die Gaben, die Gott euch gegeben hat, zu einem maximalen Impact benutzt. Particularly for those of you that are in speaking ministry, I want you to contemplate and meditate on how you can have the greatest impact for God. Vor allem für die von euch, die im Dienst sind, in denen gesprochen wird, möchte ich, dass ihr darüber nachdenkt, dass ihr wirklich Zeit damit verbringt, darüber nachzudenken, wie ihr das am besten für Gott benutzen könnt. Just because we are speaking before people doesn't mean that eternal impact is happening. Nur weil wir vor Leuten sprechen, heißt es nicht, dass ein ewiger Impact daraus entsteht. Without the word of God, we have oration without proclamation. Ohne das Wort Gottes haben wir Rede, ohne es zu proklamieren. It is not enough to make a speech. Es ist nicht genug, eine Rede zu halten. The word of God must be front and center. Das Wort Gottes muss vorne stehen. The elevation of Jesus must be front and center. Die Erhebung von Jesus muss ganz vorne sein. If I finish speaking and people don't view Jesus and honor the word, I have failed. Wenn ich spreche und Jesus sehe nicht Jesus, dann habe ich versagt. In order to proclaim the gospel, I must preach the word and I must exalt Christ. Um das Evangelium zu proklamieren, muss sich Christus erhöhen. Nothing else, nothing else, nothing else has eternal value. Absolut nichts anderes hat einen ewigen Wert. My humor does not have eternal value. Mein Humor hat keinen ewigen Wert. My intellect does not have eternal value. Mein Intellekt hat keinen ewigen Wert. My personality does not have eternal value. Meine Persönlichkeit hat keinen ewigen Wert. But the word of God and the presence of Christ has eternal value. Aber das Wort Gottes und die Gegenwart Christi hat einen ewigen Wert. Can we recommit ourselves to focusing on the word of the Lord and the presence of his spirit each time that we are before the people?
Können wir uns noch einmal dazu geben, dass wir uns auf das Wort Gottes fokussieren, jedes Mal, wenn wir vor die Leute treten? Assuming that we are proclaiming the gospel. Voraussetzend, dass wir das Evangelium proklamieren. I tell you that without authority we have proclamation without demonstration. Sage ich, dass wir ohne Autorität Proklamation haben, aber ohne Demonstration. It is one thing to proclaim the gospel. Es ist eine Sache, das Evangelium zu proklamieren. But it is another to bring spiritual authority in order that the gospel can be demonstrated. Aber es ist eine andere Sache, Autorität zu bringen, damit das Geistliche demonstriert werden kann. Paul told the Corinthians, I didn't come to you with enticing words of men's wisdom. Paulus hat den Korinthern gesagt, ich bin nicht gekommen, um euch menschlichen Weisheit zu geben. I came to you in the power and the demonstration of the Spirit. Ich bin zu euch gekommen in der Kraft und in der Demonstration des Geistes. Let us not have a form of godliness, but deny its power. Lasst uns nicht in eine Form Gott hier haben und uns die Kraft aber nicht geben kann. We can deny the power of the gospel, not just in our minds and not just with our voice, but it's possible to deny the power of the gospel in our actions by not having the faith to allow it to have its intended effect. Wir können es erlauben, dass die Kraft des Evangeliums nicht nur in unserem, was wir sagen oder in unseren Gedanken ist, sondern auch in unseren Aktionen und was wir zeigen. Sister Adler, you're doing wonderful. I don't care how you pronounce my name. You're doing great. Finally, Und letzt without brokenness, we have demonstration without impartation. ohne gebrochen zu sein, haben wir Demonstration ohne Mitteilung. In order to impart spiritual gifts, we must be broken. Um geistliche Gaben benutzen zu können, müssen wir gebrochen sein. Paul said in 2 Corinthians 4 and 7, Paulus sagt in 2. Korinther 4, 7, we have a treasure within earthen vessels. wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Because the excellency of power is with God and not with us. Denn die Exzellenz der Kraft ist in Gott und nicht in uns. Can I remind you today that if people remember us, we have failed. And if people remember him, we have succeeded. Kann ich euch daran erinnern, dass wenn Leute uns sich an uns erinnern, dann haben wir versagt. Aber wenn sie sich an Gott erinnern, dann haben wir Erfolg gehabt. It is possible to speak before people and proclaim the gospel and to have wonderful demonstrations of the power of the gospel. But if they don't remember him, they won't have a gift imparted unto them. Es ist möglich, dass wir Mitteilung haben, dass wir die Gaben haben und dass es auf eine kraftvolle Weise benutzt wird. Aber wenn sie sich nicht an Gott erinnern, sondern nur an uns, dann haben wir versagt. Don't pray for more power in your ministry. Bittet nicht für mehr Kraft in eurem Dienst. You have power after you have the Holy Spirit. Habt Kraft, wenn ihr den Heiligen Geist habt. If you have authority in the Spirit, don't pray that you'll have more ability to demonstrate yourself. Wenn du Autorität im Geist hast, dann bitte nicht dafür, dass du mehr Möglichkeiten hast, dich selbst darin zu. Friends, brothers and sisters, we have to pray that we'll have more ability to demonstrate Him. Wir müssen dafür beten, dass wir mehr Möglichkeiten haben, ihn zu demonstrieren. Because when our flesh is broken, when our will is broken, Denn wenn unser Fleisch und unser Wille gebrochen ist, God is free to pour out through us his spirit and his gifts on others. dann kann Gott frei durch uns seinen Geist ausschütten. This is the difference in laying the hands on the sick and they recover. Das ist der Unterschied dazwischen, dass man die Hand auf Kranke legt und sie werden gesund. And laying hands on someone else and they can lay hands and the sick will recover. Und die Hand auf jemand anderen legen und sie legen die Hand auf den, der geheilt werden muss. I want to operate in power and I want to operate in victory. Ich möchte in der Kraft und in Sieg operieren. Because this appeals to me. Denn das spricht mich an. But if I'm willing to minister in brokenness, God can move through me and bring impartation to others. Aber wenn ich gewillt bin, durch das Zerbrochene zu dienen, dann kann Gott andere benutzen. My time is finished today. Meine Zeit ist heute vorbei. But I pray that God would baptize us with a spirit of brokenness and humility. Aber ich bete, dass Gott uns mit einem Geist des Zerbrochenen taufen würde.
I pray that we would operate in humility and love. Ich bete, dass wir in Liebe und in einer neuen Unterordnung operieren. That the power and authority of our Lord would be unhindered. Dass die Kraft und Autorität unseres Heeres weiterkommt. And his gifts will be imparted to others within the body. Und seine Gaben zu anderen im Leib mitgeteilt werden. That we all may decrease and he may increase in his kingdom. Dass wir alle hinunterkommen und er immer höher steigt in seinem Königreich. Pastor Robinette, I wish for you to conclude our session today. Do what you feel. Lead us in prayer if you would like, but please assume control of this time. Pastor Robinette, ich möchte, dass du hiermit diesen Anruf übernimmst und beendest, wie auch immer du fühlst. Hallelujah. Praise the Lord. I was sitting here just letting this word marinate in my system. Ich habe hier gesessen und habe dieses Wort einfach in meinem System sitzen lassen. Really, this comes down to our motives. Ehrlich, hier kommt es runter auf unser Motiv. Why do I want to be used of God? Warum will ich von Gott benutzt werden? Why do I want these giftings or how we call it ministries or offices? Warum möchte ich diese Gaben? Warum möchte ich diese Ämter? Why do I want to preach that meeting? Warum möchte ich an diesem Treffen predigen? Why do I want to be used in this way? Warum möchte ich auf diese Art und Weise benutzt werden? I really feel like the Holy Ghost is calling us to the purification of our motives. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass der Herr uns dazu beruft, dass wir unsere Motive bereinigen. It's not about us, it's about the kingdom. Es geht nicht um uns, es geht um das Königreich. It's not about being a influencer in this world, but it's about making an impact in the kingdom of God. Es geht nicht darum, dass wir einen Einfluss in dieser Welt haben, sondern dass wir einen Impact für Gott haben. I want my heart to be pure. Und ich möchte, dass mein Herz rein ist. I want my spirit, my attitude, the why. I want the why to be pure. Ich möchte meinen Geist, ich möchte das Warum, ich möchte, dass es Warum rein ist. I think it would be so healthy today at the end of this session Und ich glaube, es wäre so gesund, wenn wir heute zum Schluss dieses Treffens, that all of us would just take ourselves off mute for a few moments. dass wir alle die Stummschaltung für einen Moment aufheben. And that we would just begin to seek the Lord. Das Lost her there, Sister Adler. That we would begin to seek the Lord. That we would call upon the name of the Lord. Let us be our own salvation source. Let us be our only resource for all that we bring.
Give you all the Jesus, 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 Jesus
kingdom critical word today. Vielen Dank, Dr. Jackson, für dieses großartige königreichkritische Wort heute. We love you so much. Bist du sehr. You are so valuable to the kingdom. Bist du wertvoll für das Königreich. Your family is so valuable to the kingdom. Deine Familie ist so wertvoll für das Königreich. We honor you and your precious wife. Und dich und deine Frau. And all of us on Apostolic Mentoring and those who are watching from afar are going to be praying for you and your family. Und alle von uns vom Apostolischen Mentoring und die, die sich das anschauen, werden für dich und deine Familie beten. I know that even now the Lord is putting a hedge all about you. Und ich weiß, dass eben jetzt auch schon ein Zaun um euch gebaut wird. Ministering strength to your family. Der Stärke in deine Familie spricht. Giving you peace that passes understanding. Der die Frieden über alles hinausgibt. In Jesus' name. In Jesu Namen. Don't forget next Monday, 1 p.m. Eastern Time. Vergesst nicht nächsten Montag, 19 Uhr deutsche Zeit. We are so excited about what God is going to do in our apostolic mentoring session next week. Wir freuen uns so darüber, was Gott nächste Woche in unserer apostolischen Mentoring Session tun wird. One of our faves is going to be with us. Einer unserer Lieblingslehrer wird bei uns sein. Sister Janine Brown is going to be on apostolic mentoring. Schwester Jimmy Brown wird beim apostolischen Mentoring sein. I just got a phone call on my screen. Does everybody in the world, do they not know apostolic mentoring is going on? Ich habe gerade einen Anruf bekommen. Und weiß denn niemand, dass gerade apostolisches Mentoring stattfindet? I just found the one person who does not know about apostolic mentoring. Ich habe gerade die eine Person gefunden, die keine Ahnung vom apostolischen Mentoring hat. And I'm going to call them right after this session and tell them, Apostolic Mentoring is every Monday at 1 p.m. Eastern Time. Und ich werde sie direkt nach diesem Treffen anrufen und sagen, apostolisches Mentoring ist jeden Montag um diese Zeit. I can't wait to tell that one person. Und ich kann es nicht abwarten, dieser einen Person zu sagen, that they interrupted an Apostolic Mentoring Session when I was promoting Sister Janine Brown. Dass ich, wenn ich gerade von Schwester Janine Brown erzählt habe, sie es stören wollten. But we are so excited to have Sister Brown with us next week. Aber wir freuen uns so darüber, dass wir sie nächste Woche bei uns haben. Great apostolic missionary. Großartige apostolische Missionärin. Tremendous evangelist family. Eine großartige Missionarsfamilie. Her husband's going to get to be on apostolic mentoring September. I believe it's the 9th or something. Ihr Mann wird im September bei uns sein. We are so excited about that. Wir freuen uns so darüber. But Sister Brown has written a book. Aber Schwester Brown hat ein Buch geschrieben. And we're going to promote that book next week. Und nächste Woche werden wir über dieses Buch reden. And as a matter of fact, und tatsächlich, Sister Brown is mailing me 10 signed copies of her book. Schickt mir Schwester Brown 10 unterschriebene Bücher von ihrem Buch. And we are going to give them away in the middle of apostolic mentoring next week. Und wir werden sie in der Mitte vom apostolischen Mentoring nächste Woche vergeben. And we are going to give them away to whoever is sharing apostolic mentoring the most. Und wir werden sie zu denen geben, die am meisten das apostolische Mentoring teilen. So when this session ends today, also wenn diese Session heute vorbei ist, I'm going to be watching, werde ich mir anschauen, share apostolic mentoring, apostolische Mentoring teilen, put a thumbs up, like, all that good junk, und es liken und was auch immer noch sonst. Make a video and tell everybody how great apostolic mentoring is and tag us in it. Mach ein Video und sag allen, wie toll apostolisches Mentoring ist. Whoever does the coolest, most creative promotions of apostolic mentoring, we're given a free book of Sister Janine's first awesome book. Wer auch immer die coolste Promotion macht, wird eine kostenlose Kopie von diesem Buch erhalten. I can't wait to share it with you. Sister Brown, we love you. Dr. Jackson, we love you. Next week, 1 p.m. Eastern Time. Wir lieben euch alle nächste Woche um 19 Uhr. All right. Take yourselves off mute. Say goodbye. We'll catch you next week.
Thank you, Brother Jackson. Thank God you, Brother bless you, Jackson. old. Awesome. Thank you, Bless Brother you, Brother Jackson. Robin Thank Norton. you, Brother Thank John. you. Bless Bless you. you. Bless you. Bless you. Thank you, Jackson. Brother Good to Robin. see you. Praise the Lord, There brothers. you. Have a God great bless you weekend, all. everyone. Like mentoring family. You God too, bless you, sir. Brother Cook. God bless You you, everyone. too. Cook. God bless Have you. a Good to see you. blessed Robin God bless again. you. Bye, sir. Thank Happy you birthday. all. Bless you, Bless Sister you, Brother Brother Ainsley. Good to see Bless you. you, Sister Flewey. Love you. Love you, Bless sister. God. Oh, my goodness. Glad to hear your voice. Sister God Clark, good to bless see you. you. God bless you. God bless you, Brother John. Love you guys. God bless you.